Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns in den letzten Videos damit beschäftigt, was Strukturen sind und wo ihre Unterschiede zu Klassen liegen. Und wir möchten jetzt eben nochmal abschließend der Frage nachgehen, wann sollte man denn eigentlich Strukturen einsetzen? Und die simple Antwort, nach der man immer erstmal gehen sollte, ist: Benutzen Sie Klassen. Warum? Strukturen unterstützen eben Vererbung nur bedingt durch Interfaces. Und wenn wir dann einen Strukturwert über sein Interface ansprechen, dann haben wir eben besagtes Boxing-Unboxing-Problem, was ein relativ großer Performance-Killer sein kann. Deswegen sollte man eben standardmäßig eher zu Klassen statt Strukturen greifen. Warum? Weil man hier letztendlich auch die Möglichkeit hat, Polymorphie einzusetzen. Wir können aber Strukturen sinnvoll einsetzen, genau dann, wenn wir eben einen Typ definieren möchten, der standardmäßig Call-by-Value übergeben wird. Und das hat meistens damit zu tun, dass man auch Punkt 2 möchte. Man möchte eben einen neuen Typen haben, der sich wie ein primitiver Datentyp verhält. Also beispielsweise wie bool oder int. Wir haben ja auch gesehen, dass viele primitive Datentypen, eben alle bis auf String und Object, das sind Referenztypen, eben Strukturen sind, weil wir eben bei ihnen Call-by-Value haben möchten. Ja, bloß damit man eine Idee bekommt, wie man eben einen solchen Strukturtypen aufbauen könnte. Man könnte sich überlegen, man möchte einen Währungstyp haben. Und Währung ist vielleicht ein primitiver Datentyp und setzt sich zusammen aus einem Decimal. Das ist eben der tatsächliche Wert für einen gewissen Preis beispielsweise. Und neben diesem Decimal ist beispielsweise auch noch ein String definiert oder ein Character. Das ist das Währungssymbol. Und was man über diesen Typ auch noch machen kann, ist, dass man eben nach einer gewissen Logik umrechnet. Das heißt, dass wir eben sagen, wenn ich 50 Euro habe, gibt es eben eine Convert-to-Methode auf diesem Typ, indem ich dann diese 50 Euro nach irgendeiner bestimmten Logik in britische Pfund umrechnen kann und dann kriege ich eben einen neuen Wert für diesen Währungstyp zurück, wo dann eben Pfund drin steht mit dem entsprechenden Betrag für den Preis. Ja, das wäre eben so ein Beispiel für einen Typen, den man als Struktur umsetzen kann, statt als Klasse. Es gibt auch noch die andere Möglichkeit, wenn eine Klasse sehr, sehr oft instanziert wird und wir reden hier von Regionen, die sehr viele 10.000 bis 100.000 aufwärts nach oben unbegrenzt, wenn sie eben von einer Klasse so viele Objekte haben. Als Beispiel wird immer die Grafikprogrammierung eben angegeben, wo man sagt, okay, ich möchte beispielsweise ein komplexes 3D-Objekt darstellen, das eben aus mehreren Polygonen besteht. Und ein Polygon, wissen wir ja auch, ist eben ein Vieleck eigentlich bloß, also eben ein 2D-Objekt, das eben in seiner Fläche begrenzt ist, durch diese vier Punkte, die wir angeben und die Punktstruktur haben wir ja schon besprochen. Und wenn wir sowas eben haben, sehr viele 3D-Objekte, also wir können uns vorstellen, dass eben, was weiß ich, ein 3D-Objekt aus 20.000, 30.000 Polygonen besteht und dieses 3D-Objekt ist dann auch noch mehrmals in der Szene enthalten. Dann können hier Strukturen einen Performance-Vorteil gegenüber Klassen bieten. Warum ist das so? Das ist auch hier unten nochmal eigentlich genauso mit Punkt 4 aufgeführt. Wenn man eben einen Wert häufig erstellt und nur kurz einsetzt und dann wieder freigibt. Der Garbage Collector betrachtet keine Wertetypen. Der stützt sich nur auf Referenztypen, also sozusagen auf Objekte, die im Heap liegen. Was das genau heißt, schauen wir uns auch nochmal in einem späteren Video an. Aber wenn wir dann sozusagen 30.000 Strukturen haben oder 70.000, 80.000 oder mehrere 100.000, dann beeinflusst das den Garbage Collector nicht. Der
der ist eben dazu da, dass nicht mehr gebrauchte Objekte aus dem Heap entfernt werden, wie ich auch schon in einem vorherigen Video mal erwähnt habe. Und er kümmert sich aber überhaupt nicht um Wertetypen. Das heißt, wenn der Garbage Collector läuft, ist er in der Performance her nicht von dieser hohen Anzahl von Objekten beeinflusst, weil wir statt Klassen eine Strukturen eingesetzt haben. Also das sind so die Punkte, wo man sich überlegen kann, nehme ich hier jetzt eine Struktur oder nicht. Trotzdem rate ich ihm, greifen Sie standardmäßig immer zur Klasse. Immer. Erst wenn Sie in Performance-Probleme kommen. Oder wenn Sie sich wirklich überlegt haben, okay, ich brauche jetzt einen Typen, der soll per Call-by-Value übergeben werden und ich möchte vielleicht auch noch einen primitiven Datentyp nachbauen, wie ich eben gerade schon erwähnt habe, der Währungstyp. Dann, wenn Sie dann wirklich nachgedacht haben und zum Schluss gekommen sind, okay, das ist das Richtige, dann kann ich Ihnen raten, greifen Sie zur Struktur. Ansonsten greifen Sie einfach blind zur Klasse, wenn Sie nicht überlegt haben. Es wird in den meisten Fällen für Sie einfacher sein, eine Klasse einzusetzen und sich nicht über die Besonderheiten einer Struktur zu kümmern. Wenn Sie eine Struktur einsetzen, beachten Sie aber auch noch bitte Folgendes. Strukturen können im Vergleich zu Objekten auch die Performance beeinträchtigen. Und zwar genau dann, wenn Strukturen sehr groß sind. Wir wissen ja, Strukturen werden per Call-by-Value übergeben. Das heißt, je größer die Struktur ist, also je mehr Felder sie umfasst, desto länger dauert natürlich auch die Kopierarbeit, die man eben beispielsweise von einer Variablen bei einem Methodenaufruf in einen Parameter braucht. Dauert länger, je größer die Struktur. Microsoft gibt sogar vor, als Richtwert, dass Strukturen nicht größer als 32 Byte sein sollten, umgerechnet 256 Bit, was natürlich sofort die Frage aufruft, ja, wie messe ich denn, wie groß meine Strukturen sind? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir jetzt zum Point zurückgehen, dann sehen wir eben, wir schauen uns in diesem Fall eben bloß die Felder an. Vorsicht, das können natürlich auch automatisch erzeugte Felder sein, wenn wir automatische Eigenschaften in Strukturen einsetzen. Ja, also wenn der Compiler uns das Backing Field für eine Eigenschaft erstellt, dann müssen wir das natürlich auch mitrechnen. Aber prinzipiell schaue ich mir eben alle Felder an. Hier eben diese beiden. Die haben ja keine Eigenschaften in dieser Struktur. Und zähle dann zusammen, ja, wie groß ist denn der Double? Der ist ein 64-Bit Gleitkommazahlwert. Und hier haben wir eben auch nochmal einen 64-Bit Gleitkommazahlwert. Das heißt, ich rechne 64-Bit plus 64-Bit und komme eben bei 128-Bit dann raus. Und damit ist meine Struktur eben kleiner als diese besagten 256-Bit. Und das geht übrigens bei Klassen genauso. Klassen haben allerdings noch einen kleinen Overhead durch die Virtual Table oder VTable, die eben für dynamisch gebundene Aufrufe eingesetzt wird und auch noch ein bisschen mehr Zusatzinformationen zu den anderen Sachen. Also Objekte haben ein bisschen mehr Overhead, kann man sich einfach im Allgemeinen merken. Was das genau ist, müssen Sie jetzt auch nicht direkt wissen. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, setzen Sie Strukturen ein, wenn Sie darüber nachgedacht haben und wissen, was Sie tun. Ansonsten greifen Sie zur Klasse, wenn Sie einen neuen Typ schreiben, der konkret ist. Und das ist dann auch der Abschluss für Strukturen. Wir haben damit das C-Sharp-Typsystem abgeschlossen und werden uns in den nächsten Videos mit der Common Language Runtime beschäftigen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.